Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schotten. Die Menschen ganzen Wissen, die Jäger erschießen. Wölfe und Blei, Gedanken sind frei. Ils sont libres, les pensées. Personne ne peut les arrêter. Même s'ils peuvent s'envoler, comme le bonheur obscurité. Aucun homme ne peut les deviner. Aucun chasseur les tuer. Aucun fusil assassiné. La liberté de penser. Silenzio con la mia convenienza. Je mange ce que je veux et ce qui rend heureux. Vor 190 Jahren sind die Menschen hier zum Hambacher Schloss gezogen mit dieser Flagge. Das Gelb war oben so wie hier. Diese wurde dann von der Obrigkeit als Aufrührerflagge definiert. Deswegen hat man sie umgedreht. Ein Trick, denn nun war sie plötzlich in Ordnung. So ist sie leider auch geblieben. Lässt man die derzeitige Flagge auf sich wirken, drückt das Schwarz von oben runter. Die Flagge steht auf dem Kopf, so wie vieles zurzeit in Deutschland auf dem Kopf steht. Während die Freiheit und Würde der Menschen unterdrückt wird. Ob gar nicht richtig ist, dass das Gelb, das Licht, oben ist, darunter das Rot für die Menschen und das Miteinander in Liebe, stabil getragen auf dem Schwarz der Erde. Schaut man diese Flagge an, zieht sie einen nach oben, sie richtet auf. Heute setzen hier so viele Menschen mit heiterem, offenen Spirit ein Zeichen für eine neue deutsche Demokratiebewegung. Drehen wir doch auch die Farbfolge der Flagge wieder um, als Symbol dafür, dass in Deutschland frei atmend wieder alles in eine gute grundrechtliche Ordnung kommt, damit Politik, Behörden, Medizin, Justiz und Medien wieder der Bevölkerung dienen statt fremden Interessen. Licht, Mensch, Erde, Gelb, Rot, Schwarz. Diese Flagge steht für mich symbolisch für eine positive, menschenwürdige Zukunft in Deutschland.
Das ist mein Herzenswunsch und ich bin hier in Hambach, um das zu bestärken.